Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Und zwar heute mit einem etwas verkürzten Intro, weil wir hier mitten gerade auf die Fresse kriegen und so. Dementsprechend, wir haben hier gerade so ein kleines Asshole vor uns. Ein kleines? Also das Asshole würde ich mal eher als groß bezeichnen. Er versucht mich zumindest auszutricksen, aber das wird nix. So, und da liegt's am Boden. Ja, Nullhunde? Ja, schon wieder diese verdammten Nullhunde. Ich sehe keine. Ja, ich habe einen bei mir. Erster Nullhund down. Da kommt der zweite. Huch. Ja, ja, sind ja schon auf dem Weg. Und natürlich ist Enno natürlich auch dabei. Oh ja, das wird schmerzhaft für dich. Ja, ja, ich kümmere mich um alles. Ja, ich halt auch mal ein bisschen Sniper-Wache. Schokodill-Gurke? Nee, danke. Frag nicht. Nicht denken, schießen! So, dann machen wir mal. Aha. Hier unten gibt's noch so einen verdammten Funkturm von den Kindern. Oh. Benden. Hier bei mir, ja. Na komm. Die Waffenkiste konnte nix. Ob Reese wirklich so dumm ist? Ja. Ja. Guck ich die doch mal an. Sorry, aber so ignorant hätte ich ihn jetzt nicht eingestuft, aber naja. Hier oben ist das letzte Lock. Da haben wir ja schon die Kiste vorne. Oh, geil! Ja! Easy. Ja, aber jetzt komm mal mit. Guck dir den Jungen mal an. Wären sie auf Pandora sicher erfolgreicher gewesen. Ah, ja. Die Beute war. Ja. Dir geht's gut, Kollege? Eines Tages, wir dachten an nichts Böses, lebten unser Leben, kam die Maliwan-Invasion. Bastarde. Aber wir werden sie kriegen. Das ist meine Knarre und das mein Gewehr. Erst wenn der Krieg um ist, ist beide.
Alles klar, gut, gehen wir weiter. Der hat einen schönen Tag. Bei dem läuft. Nee, bei dem dreht's. Ja, gut. Rum wie dumm. Was? Junge, sei mal ruhig hier. Ich glaub's hackt. Was? Wir sehen uns in der Hölle, denk an Guacamole. Nein, ich mag keine Guacamole, tut mir leid. Ich habe sie noch nie probiert, kann mich also nicht dazu äußern. Ja, Guacamole wird halt aus Dingens hergestellt. Avocados. Hier. Avocados, genau. Habe ich auch noch nie probiert. Also ich muss es zwar sehr oft selber machen, wegen Firma und so, aber... Nehme ich alles mit. Ja, zwar nichts über Blau, aber immerhin. Habe ich irgendwas Weißes für sie nicht eingesammelt? Nö. Ach, bleibt das Schild halt da, wo es ist. Ich habe auch nichts Gutes hier gehabt. Willst du einen guten Witz hören? Gut, dann nehmen wir mal den Aufzug, ne? Aber hallo. Du kapierst es einfach nicht, was, Reese? Dieser ganze Krieg hätte schnell über die Bühne gehen können. Ich falle ein, übernehme Promethea und mache Atlas zu einer Tochtergesellschaft von Maliwan. Dann mache ich dich zum Vizepräsidenten von Strandcocktails. Alle gewinnen. So läuft das. Und so ist es immer gelaufen. Du warst was Besonderes, Reese. Das habe ich erkannt. Du hast diesen Ladenhüter von Unternehmen von den Toten auferstehen lassen. Mit dir in der Familie hätten wir Maliwan zu einem universellen Monopol verhelfen können. Du und ich, Brüder, verkaufen die einzigen Waffen, die man in den 6 Galaxien jemals brauchen wird. Aber ich reichte dir meine Hand und du hast draufgespuckt, Reese. Jetzt bist du keine Familie, sondern Teil der Konkurrenz. Oh, Mimimi. Man kann sich anstellen. Würde ich aber auch sagen. Ja, ich stelle mich bei den Waffen auch an. Netter Laden. Ja, und ich glaube, Reese wird gleich... Okay. Ich glaube, er ist gerade. Ammo auffüllen. Ach so, ja. Mal kurz das Inventar leeren. Macht er die Möglichkeit. Gibt's da sonst noch? Weg. Was ist denn hier weg drin? Okay. So. Geronimo! Zero. Komm schon, Mann. Wir sind doch Freunde. Hättest Teil der Familie werden sollen, Reese. Ah, ja. Lass dich von der Jagd mitreißen. Ach, das war auch so ein Kampf, den habe ich gehasst. Du musst gucken, da oben steht noch einer. Oh, das hat gesessen. Wo ist der Dreckskerl? Hä?
Warte mal, dort oben. Ach man, gerade wo ich schieße, springt er weg. Ah, auf den Generator. Das ist gut. Schild down und jetzt drauf. Warte mal. Kleine Taktikänderung. Jetzt sind das hier unter Wasser. Der kriegt aber gut Schaden, ne? Wollte ich schon sagen. Ja, frisst schon ein bisschen. Aber mit den Generatoren müssen wir irgendwie spielen. Das macht immer am meisten. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Na komm. Und boom, da oben ist jetzt keiner mehr. So, der letzte muss. Wo ist denn der? Wo steht die Nulpe da? Hinter dir? Oh, der hat gesessen. Oh, der auch. Ja, Katagawa kann man ganz einfach rausfiltern. Der hat das einzige Laser. Oder hat er das? Ne, nicht das einzige. Warum auch immer den ich jetzt immer geschossen hat als ersten. Na, wo ist er hin? Da oben. Ach, dort wieder. Das wird jetzt einfach. Da habe ich im Singleplayer mehr dran geknabbert. Oh, Legend für mich. Ne, für mich nicht. Für mich nur grün und ein blaues. Ein blaues, eine lila Schrot. Die hatte ich ja gerade gedroppt, oder? Ist das eine komplett neue? So, was macht denn die? Okay. Okay. Warum auch nicht? Erstmal meinen Skillpunkt verteilen. Oh. Ich steig, wenn dann auf Torque um. Hab eine schöne Assault gefunden. Wenn du meinst. So, ein Skillpunkt haben wir ja auch noch. Ne, ich bleib bei meinem alten. So. Ayo, Rettich vor der Sequenz? Na klar. Gut gemacht, Kammerjäger. Danke, dass du meinen Bruder gerettet hast. Dieser Spinner ist erledigt. Zero, ich dachte schon, du hättest uns verraten. Schon sagte Zero, ich habe dir die ganze Zeit über voll vertraut und es war absolut gerechtfertigt. Mhm. Was dich betrifft, Kammerjäger, dir habe ich alles zu verdanken. Du hast einen Frontalangriff gegen mein Unternehmen abgewehrt, es gerettet und meinen irren Geschäftsstalker ausgeschaltet. Aber bevor ich dir dieses Schlüsselfragment gebe, habe ich noch eine letzte Frage. Steht mir dieser Schnäuzer oder was? Oh Gott.
Entscheide du. Was Schlimmeres ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht gegangen. Hätte ich genauso gewählt. Oh. Er wird sich daran erinnern. Das ist doch garantiert eine Fallout-Anmache. Eine Anlehnung. Ja, das ist eine Anlehnung an die Telltale Games. Er hat noch eine Quest für uns. Ja, Nebenquest hier im Gebäude. Ich weiß nicht, ob wir die noch machen. Ist deine Entscheidung? Nee. Wir haben noch was zu tun. Können wir ansonsten noch das nächste Mal machen, beziehungsweise offscreen. Ah, scheiße, unten war noch ein Legi. Ja. Ist doch eh jetzt in der Maschine drin. Stimmt. Und du gehst zurück. Ich glaube, die bleiben liegen. Nee, ich gehe gleich an die Maschine. Naja, aber ich weiß nicht, ob das dann trotzdem zählt. Dafür musst du, glaube ich, das Spiel beenden. Weil dann das Skillet das als verloren. Schauen wir gleich mal. Mhm. Nee, es kommt hinterher. Oh, okay. Eine Rückversicherung. Das ist wieder ein Schmuckstück. Willst du die Sniper haben, die mir gedroppt wurde? Mit der kann ich jetzt nicht wirklich was anfangen. Oh, gib mal. Ich mag eher die Jacobs-Sniper. Ein Crit und dann gibt's Querschläger. Kannst du nichts sagen. Ja, da sage ich nicht nein. Gut, dann wollen wir mal zu Tennis, ne? Mhm. Was habe ich denn hier gekriegt? Ist das durch die Quest? Ich muss mal kurz gucken. Ich habe gerade einen neuen Kopf. Ich ebenso. Lanzenträger, ne? Ich habe erstmal noch einen anderen. Flakensteins Meister. Das war, glaube ich, durch unser Anfang Dezember begonnenes Event. Oh Gott. Da sieht mein Bone Dana ja noch besser aus. Ach du Scheiße. Siehst du hässlich aus, Mann. Was denn? Ja, so viel dazu. Hast du auch für mich was? Nee. Gut. Auf zu Tennis. Und jetzt. So. Ich habe jetzt erstmal Wissenschaft zu tun und dein natürlicher Geruch ist verführerisch stark. Wie lange hast du dich nicht mal gewaschen? Gute Frage. Ich kann höchstens nach Öl riechen. Na gut, gehen wir erstmal zur Brücke. Du hast es geschafft, Killer. Es wird viel Zeit vergehen, bevor Marley Warren die Prügel vergisst. Mal sehen, was die Kalypsos daraus machen. Jetzt haben wir eine Gelegenheit und wir werden sie ergreifen. Reese, wo ist diese Kammer? Du hast mir den Arsch gerettet und den Arsch aller Atlas-Mitarbeiter. Ärsche sind wichtig. Ach, hör auf, Arsch zu sagen. Also, die Kammer. Sie liegt versteckt unter der Apollyon-Transitstation. Mitten in der Stadt? Wie kommt es, dass sie noch niemand gefunden hat? Die alte Atlas Corporation hat einfach drüber zementiert. Ich habe es herausgefunden, als ich das Ruder übernommen habe. Habe es aber für mich behalten. Viele Einwohner und so. Eine Kammer zu öffnen ist heikel, aber das überlasse ich dir. Wir müssen schnell sein. Wir fahren über den Skyway rein. Oh. Verstanden. Ich gehe mit dem Kammerjäger vor. Das ist mein Job. Wir öffnen eine Kammer, Maya. Erwartest du, dass ich das aussitze? Ich komme schon zurecht, Sirene hin oder her. Lilith, wir wissen nicht, was da unten lauert. Könnte hässlich werden.
Du hast mich nicht ohne Grund zu den Raiders zurückgeholt. Du bist der Commander. Nutze die Waffen, die du hast. Okay. Ich überlasse das dir. Die nächste Kammer machen wir gemeinsam, sobald du deine Flügel zurück hast. Sicher. Okay, Maya, legen wir los. Ist meine erste Kammer. Was muss ich einpacken? Nee, du bleibst bei Lilith. Echt jetzt? Wofür habe ich denn trainiert? Ich bin bereit, Maya. Noch nicht. Bereit für Hausarrest. Wir sehen uns auf dem Planeten. Alles gut, Maya. Ich könnte Hilfe hier auf der Brücke gebrauchen. Übernimmst du die Kommunikation? Ja, nein, alles in Ordnung. Ja, gut, Ava. Gut, aber ich würde sagen, damit wäre diese Session auch mittlerweile abgeschlossen. Mhm. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann wünsche ich euch noch viel Spaß und ciao. Ciao.